gerne mal eine große Saga schreiben über mehrere Bände. Das war mir irgendwie ganz wichtig. Ich wollte unheimlich gerne auch mal mehrere Hauptfiguren haben. Natürlich ist Alea irgendwie die Hauptfigur, aber wir haben eine Bande an Bord. Sowas hatte ich noch nie. Also ich hatte meistens so eine Hauptfigur oder vielleicht noch zwei, die immer die das Wichtigste dann erleben in den Büchern. Und ich wollte gerne mal eine Bande haben. Das kommt auch aus meiner Kindheit. Ich habe unheimlich gern für Freunde gehört zum Beispiel. Das ist so eine Sache, die wollte ich irgendwann mal selber schreiben. Was ich daran unheimlich mag, ist, dass man die Figuren über mehrere Bände entwickeln kann. Dass man also Buchfiguren wirklich richtig kennenlernen kann als Leser. Und als Schriftsteller hat man auch Zeit, denen tatsächlich auch Erlebnisse irgendwie auf den Leib zu schreiben. Ich mag das selber gerne beim Lesen. Ich lese wahnsinnig gerne Serien und ich gucke auch im Fernsehen sehr gerne Serien, weil ich das Gefühl habe, man ist näher dran an den Figuren. Und das war mir wichtig bei Alea, dass ich da wirklich auch nicht nur sie, natürlich als irgendwie interessanteste Figur, sondern ich habe die ganze Bande. Darauf habe ich mich unheimlich gefreut. Und dann noch Unterwasserwelt und Segelschiff und die Kinder segeln da frei und ungebunden über die Meere. Das war so eine Sache, wo ich dachte, da habe ich Lust drauf.